Hallo, mein Name ist Visavi und ich habe super Neuigkeiten für euch. Reputation, die erste und einzige politische Online-Rap-Casting-Show, geht in die zweite Runde. Wir suchen wieder Deutschlands beste politische Rapperin oder Deutschlands besten politischen Rapper. Reputation feiert in diesem Jahr seinen zweiten Geburtstag. Rap insgesamt wird allerdings schon 40 Jahre alt. Und jeder, der sich einmal damit beschäftigt hat, weiß, Rap ist mehr als Musik. Rap ist Kunst und Rap ist seit Tag 1 auch schon immer die Stimme des Widerstands gewesen. Im letzten Jahr konnte sich der überaus talentierte und sehr sympathische Kreuzberger Rapper Drop Dynamic gegen 250 andere Bewerber durchsetzen. Hallo Leute, Drop Dynamic hier. Reputation geht in die zweite Staffel. Wenn du denkst, du hast das Zeug zum besten politischen Rapper Deutschlands, dann musst du auf jeden Fall mitmachen. Die Top 3 vom letzten Jahr, das bedeutet Marabu, Brad Pitt und meine Wenigkeit und die Reputation-Redaktion suchen die besten 30 aus. Die Top 30 geben wir direkt der Jury weiter. Also mach mit. Deine Message, dein Mic. Jetzt habt ihr wieder die Chance, eine professionelle Musikproduktion mit Mel Beats und 7inch zu gewinnen und mit diesem Track dann auf der Juice-CD zu landen und eure Message unter den Menschen zu verbreiten. Also holt euch den Titel. Und das ist unsere Jury. Hi, ich bin Weekend. Okay, das ist Suki für Reputation TV. Was geht ab, Mo Dirty Shit Trip? Ich bin Juror bei Reputation und ich freue mich jetzt schon auf eure Einsendungen. Ich bin oder darf Mitglied der Reputation Jury sein. Wir suchen den besten politischen Rapper Deutschlands und wer den besten Song macht, der darf auf die Juice-CD. Eventuell auch aufs Cover. Mal gucken. Rap ist ein politisches Ding. Rap ist wegen Politik erfunden worden, wenn man so will. Und ich freue mich jetzt schon aufs Finale am 11.04.2014 in Berlin im Club Binu. Und ich bin sehr gespannt, was dabei rumkommen wird. Schickt was ein, das wird gut. Ich bin Teil der Jury und freue mich sehr, sehr, sehr auf eure Beiträge. Ab dem 10. März werden Suki, Motrip, Weekend und jeweils noch ein geheimer Gastjuror eure Challenge-Tracks in einer von mir moderierten Live-Hangout-Show bewerten, diskutieren und euch natürlich coachen. Bis zum 14. Februar könnt ihr euch mit eurem politischen Track bzw. Video bei uns bewerben. Auch Audio-Tracks sind als YouTube-Links in der ersten Runde erlaubt. Ihr müsst zwischen 14 und 24 Jahre alt sein, euer Video darf nicht älter als 3 Monate sein und beleidigende oder hetzerische Texte sind definitiv nicht erlaubt und nicht erwünscht. Yo, this is Mel Beats. Ganz wichtig, bei allen Einsendungen müsst ihr darauf achten, dass ihr die Rechte an eurem Beat habt. Geklauten Scheiß will keiner hören. Also zeigt uns, was euch in eurem Leben bewegt. Was gibt es für Probleme in eurem Kiez? Was muss sich in unserer Gesellschaft verändern? Was ist eure Message? Schickt uns den YouTube-Link zu eurem Track unter reputation.tv. Die Top 10 wird sich dann in 3 Challenge-Runden vor euch und der Jury online beweisen müssen. Beim Publikumsvoting entscheidet ihr zu 50% mit, wer eine Runde weiterkommt. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt auf eure Einsendung und freuen uns auf eine tolle 2. Staffel. Immer auf dem Laufenden bleibt ihr über Facebook oder Google+, reputation.tv. Da könnt ihr mal schön einen wegliken. Reputation, deine Message, dein Mike.